Und was machst du so? Nichts. Nur rumsitzen. Aufschlitzen. Schön, schön. Denkst du, Bobby, was? Ich weiß es nicht. Aber er ist da gewesen. Ich wusste, dass da was nicht stimmen kann. Er ist zu perfekt. Er ist hübsch, charmant und gut im Bett. Was hast du gerade gesagt? Hey, Finn, hier ist Eis für deine Hand. Entschuldigung, ich wollte noch welches für deinen Kopf. Nein, nein, ist schon in Ordnung, Doofy. Hey, wir kriegen diesen Kerl, den ihr ins Wasser geworfen habt. Ja, ich bin gleich nebenan, wenn ihr mich braucht. Nacht, Cindy. Buffy, du hast es ihm erzählt? Der Blödsack hat gelauscht, als ich mit Greg gesprochen habe. Ja, aber was ist, wenn er irgendwas verrät? Er glaubt schon einen schwachsinnigen Schwachkopf. Mach dir deswegen keine Sorgen. Cindy, Telefon. Dankeschön. Hallo? Hallo, Cindy. Warte mal, was? Ihr habt den Falschen verhaftet. Nein! Bobby, war's nicht? Doofy! Doofy! Wer ist da? Doofy. Ist das der Mörder? Doofy! Oh mein Gott. Komm schon. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Ich hab gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge! Ich hab gehört, Bobby ist schon wieder draußen. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ist er sauer auf mich? Weil du ihn als Candyman gebrandmarkt hast? Nein, du hast ihm nur das Herz gebrochen. Wisst ihr was? Das ist so, als hätte ich die Szene schon mal gesehen. War auf deiner alten Highschool auch ein Killer? Nein, dieser Film Scream. Derselbe Text, haargenau. Oh. Das ist echt krank. Und wie ging es da aus? Keine Ahnung. Ein paar Nigger haben im Kino eine Schießerei angefangen. Da sind wir abgehauen. Ohne Scheiß. Okay, ich finde, wir sollten uns nachher alle treffen. Und zwar heute Abend bei mir zu Hause. Und bringt Freunde mit, aber erzählt's nicht überall rum, okay? Versucht es daheim zu halten. Okay. Yo, eine Party heute Abend bei Cindy. Weiße betrunkene Frauen für alle. Yeah! May, wenn du Bobby siehst, sag ihm, ich liebe ihn. Okay, wenn ich Bobby sehe, sag ich ihm, ich liebe ihn. Hey, schon gut, schon gut. Ich bin's nur, Baby. Du denkst doch nicht immer noch, ich war's. Nein, aber irgendjemand hat versucht, mich zu töten. Ja, die Polizei sagt, ich habe ihn verjagt. Ich weiß. Er hat mich gestern wieder angerufen. Also kann ich es nicht gewesen sein. Ich war gestern noch im Gefängnis. Du warst klasse. Tut mir leid. Bitte versteh das doch. Was, dass mich meine Freundin statt mich zu befummeln als Killer verdächtigt? Das ist nicht wahr, Bobby. Was ist es dann? Was es dann ist? Sie ist weg und sie kommt nie mehr wieder. Das ist über ein Jahr her, Cindy. Aber Ginger war enorm wichtig für die Spice Girls. Du musst darüber hinwegkommen, Baby. Es tut mir leid, wenn mein kompliziertes Leben eine Unannehmlichkeit für deine vollkommene Existenz darstellt. Cindy. Cind. Okay, alle herhören. Ich wollte nur sagen, dass diese Teenager umgebracht wurden, ist tragisch, aber was soll es, ist halt dumm gelaufen. Sheriff! 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 Ja, Miss Thunderstorm. Ist der Vater von Cindy Campbell schon aufgetaucht? Nein. Gehört er zu den Verdächtigen? Das sind geheime Informationen. Wo haben Sie die her? Tut mir leid, aber meine Quellen sind streng vertraulich, Sheriff. Hey, Gail. Gail schluckt! Hallo? Wer ist da? Was? Was? Sie wollen mich töten? Oh Gott, bleiben Sie dran. Cindy, es ist für dich. Also gut, Schluss jetzt, Buffy. Wie ihr sicher alle gehört habt, ist ein Killer in der Stadt. Die Polizei hat für euch folgende Sicherheitstipps. Meidet dunkle Gegenden. Seid, wenn möglich, niemals allein unterwegs. Und immer von vorn nach hinten abwischen. Und denkt daran, glaubt niemandem, der euch weismachen will, ihr würdet eure Filzläuse ein für alle Mal loswerden, wenn ihr euch die Schamhaare abrasiert. Also, ich weiß, dass das für euch eine schwere Zeit ist. Wenn eine von euch in mein Büro kommen und darüber reden will, ich bin für euch da. Gequirlte
Scheiße. Das ist keine Scheiße. Ihn gibt's wirklich. Miss Mann? Komm rein, Schatz. Setz dich doch. Zieh deinen BH aus, wenn du willst. Nein, danke. Was kann ich für dich tun, Cindy? Wie soll ich sagen? Ich habe da ein Problem und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Fühlst du dich untenrum nicht frisch? Hä? Hast du eine Abneigung gegen deinen weiblichen Geruch? Nein. Nein, das ist es nicht. Was dann? Ich habe ein furchtbares Geheimnis. Weißt du, Cindy, wir haben alle unsere Geheimnisse. Manchmal tun wir was Unüberlegtes. Manche tun es für Geld. Andere, um sich beim Sport einen Vorteil zu verschaffen. Manchmal holen uns unsere Geheimnisse wieder ein. Verstehst du, was ich meine? Ja, das verstehe ich, Miss Mann. Ich sag Bescheid, wenn ich wieder Hilfe brauche. Jederzeit, mein Schatz. Buffy, kommst du mit? Nein, bei mir dauert's noch ein wenig. Okay. Sag mal, blickst du durch die Integralrechnung durch? Oh, ich peil das überhaupt nicht. Hey, Kleine. Hallo? Ist jemand hier? Hallo? Wirklich witzig. Wer hat dich engagiert, Cindy? So einen Umhang haben die schon in Horrorfilmen aus den 90ern getragen. Und aus welchem Film soll das nun wieder sein? Verrecke, Cheerleader, verrecke! Wollen wir Psychokiller spielen? Und ich bin das hilflose Cheerleader-Schneckchen? Ah, und jetzt muss ich um mein Leben betteln, richtig? Bitte, Mr. Killer, töte mich nicht! Ist das die Stelle, wo ich anfangen muss zu bluten? Oh, siehst du, dass ich blute? Kreisch, kreisch! Oh ja, und jetzt muss ich weglaufen, oder? Ja. Okay, ich renne weg! Ich renne weg! Hilfe! Hilfe! Oh, jetzt muss ich hinfallen, mir ein Bein brechen und hilflos liegen bleiben. So, das hätten wir, Mr. Gruseliger Killer. Jetzt werde ich Panik kriegen. Oh Gott! Warum hilft mir denn niemand? Oh Gott! Nein, nein! Und was kommt jetzt? Oh, das ist jetzt wohl der große Höhepunkt. Es stört dich sicher nicht, wenn ich ihn nur vortäusche. Oh, guckt mich an. Ich bin jetzt tot. Ich bin ein scheußlicher, abgetrennter Kopf. Ach komm, ich bitte dich. Weißt du, wer ich bin? Ich bin Miss Teen. Deinetwegen kriege ich tierische Kopfschmerzen. Du hast mein Gucci-Pulli vollgesaugt und ich hoffe, du bezahlst auch die... Ah! Reinigung, Gott! Du kannst mich doch nicht einfach... Ich werde jetzt hier runterspringen! Phil, das bringt doch nichts! Doch! Was soll denn der Blödsinn? Seien Sie vernünftig! Ich ertrage diesen beschissenen Job nicht mehr und diese eingebildeten, widerlichen Teenager auch nicht! Ich mach Schluss! Warte! Spring nicht! Wir holen Hilfe! Gut, wir wissen, dass Bobby es nicht war. Wer war's dann? Keine Ahnung. Wenn er gestern Abend in deinem Haus war, wieso hat er dich dann nicht getötet? Weil er uns bloß Angst einjagen will. Ist euch das nicht klar? Er hat uns da, wo er uns haben will. Wir können nicht zur Polizei gehen. Er ist irgendwo da draußen. Er beobachtet uns und er wartet auf uns. Worauf wartest du, hä? Worauf wartest du? Worauf wartest du? Worauf ich warte? Du willst wissen, worauf ich warte? Worauf wartest du? Scheiß drauf! Oh mein Gott! Ich finde das mit der Party trotzdem keine gute Idee. Ich werde nicht zulassen, dass dir was passiert. Ach, ich habe ein schlechtes Gefühl. Wieso können wir nicht irgendwas anderes machen? Okay, wie wär's, wenn wir ins Kino gehen? Hm? Hast du darauf Lust? Okay. Wollen wir uns einen Film ansehen? Ja. Hey, das ist mein Song! Ja. Da habe ich als Background-Sängerin mitgesungen. Was? Ja, everywhere I go, I see the same hole. Hey, habe ich dir schon gesagt, wie sexy du in meinem Shirt aussiehst? Ach, wirklich, Ray? Ja. Mir gefällt das. Steh auf, geh mal darüber. Das ist klasse.